Oh Gott. Oh Gott, jetzt verletzt dich bloß selber. Jetzt. Nein. Ha! Nicht aufhängen. Setz man jetzt ein. Bei Bini. Ein Flug ist ja gegen Kampf sehr effektiv. Mit 5 Level runter, das ist ja schwach. Aha. Ich hätte auch noch ein bisschen trainieren sollen vorneweg, aber irgendwie, man weiß, man ist ja immer erst der Schlauer. So, und er setzt natürlich hier den Supertrank ein. Hier doppelt. Zweimal getroffen. Nein, ich wollte es auch. Na egal. Oh nein, Geo. Ach, nicht weg. Geo habe ich echt schon Erfahrung gemacht, dass ich dann komplett puck weg war. So, super jung, das hat Marcolo besiegt und steigt damit auch sofort ein Level auf. Super. Ich überlege gerade, ob wir das nicht echt zu früh gestartet haben die ganze Zeit. Und ja, ich bin gerade mega leise, weil ich mich eigentlich versuche, auf diesen Kampf zu konzentrieren. Aber... ja. Sieht nicht so gut aus. Mal gucken, ob Lombrero was ausrichtet. Oh. Aber hier danach ist wirklich zick. Also, ich kann nicht mehr, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich will euch auch nicht enttäuschen, aber die liebe Mai ist echt müde jetzt schon. Deswegen mache ich jetzt nur noch ganz flott hier das Battle fertig und dann ist gut. Aha, na gut, da lass dich mal bitte von Lombrero klein erzählen. Ich habe hier noch eine Naturkraft. Zu Sternschauer. Puh, eingeschlafen. Überrutschen. So. Was macht ein Erstauner? Was macht ein Geist? Auf jeden Fall erstmal ein Feuerkörper sein. Wir den Absauger. Nein, jetzt ist mein Fernseher ausgeht. Ah, wenn man einfach nur gucken will und dann genau in dem Moment der Bildschirm ausgeht. So wie. Echt jetzt? Hat ihn gerade weit runter. Gucken wir mal, ob Erstauner nochmal was bringt. Naja, nicht viel mehr. Können wir auch Absorberware weiter benutzen. Falls ich das überlebe. Ja, habe ich. Super. Ich finde, das Spielchen ist echt langwierig. Ich weiß, dass sie gegen Arena-Leiter kämpft. Also wenn der keine Tränke und so benutzt, dann würde mich das echt wundern. So, wir nehmen jetzt Jungblut. Also, Leute, ne, ihr könnt schon ein zweites Mal verlieren draufschreiben. Genau das ist das hier gerade. Ein zweiter Fail. Ja, Prozedur um. Sind auch irgendwas bei Protzern hier, oder? Das sind nur steigende Werte. Alter Schwede.
Wie viel hat sie? Er, meine ich. Aber wir können ja... Wir haben ja einen Beleber. Ich würde ihm direkt Jungblut geben, weil Jungblut ist ja nur mit der Stärkste. Das war nicht nur ein Volltreffer, das ist auch ein sehr effektiv. Gut, dass ich gerade Jungblut gerettet habe, ne? Sonst wäre ich jetzt auf Sikato. Aber ich habe jetzt bestimmt den Beleber einfach vergeudet. Weil wenn ich jetzt auf Sikato gegangen wäre, ja. Super. Den haben wir immer noch mal mitgenommen. Was? Der hatte nur zwei? Waren das nicht drei? Hä? Ich habe mich in Erinnerung, dass er drei hatte. Okay. Spieler besiegt Leiter Camilo. Huiuiui, du hast eine große Welt produziert. Hast eine größere Welle produziert, als ich dir vorher zugetraut hätte. Du hast mich absaufen lassen. Okay, du hast mich erwischt. Nimm den Orden dieser Arena. Mein Gewinn 1008. Mai erhält den Knöchelorden von Camilo. Dank des Knöchelordens werden dir alle Pokémon mit Level 30 gehorchen. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst vor allem Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Und wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden, also die TM. TM 08 erhalten. Enthält Protzer. Dieser Attacke hebt den Status des Angriffs und der Verteidigung. Okay. Tschüss, Camilo. So, jetzt ganz schnell raus hier und wieder ins Pokémon Center heilen und dann ab in die Falle. Ich muss ganz ehrlich sagen, grobe Idee, weiter zu Let's Playen, wenn man merkt, da ist Müdigkeit. Denn genau das ist mir heute passiert. Und ich schmeiß meinen Timer gerade runter. Ach ja, alles jetzt noch am Ende. Supi. Wo sind denn... Timer läuft noch. Timer läuft noch. Supi. Supi, 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 supi. Und es brummt wieder. So, danke. Pokémon wieder top. Komm jederzeit wieder vorbei. So, ja, wir kommen natürlich gerne jederzeit wieder vorbei. Wir haben mittlerweile 8-3, zwei Orden. Pokédex 21. Ich bin gut dabei. Ja, durch das immer wieder testen haben wir allerdings jetzt schon gute 20 Minuten mehr Spielzeit drauf, als eigentlich ist. Nämlich gar mittlerweile 30 Minuten. So, das soll jetzt aber alles nebensächlich sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch weiterhin viel Spaß bei den anderen, bei der Folge. Ich weiß ja wie gesagt nicht, ob ich mitten in der Folge jetzt bin oder nicht. Oder ob ich jetzt endlich mal genug Vorlauf habe, um auch endlich mal zu sagen, ja, guck mal, wir haben kein Restroprodukt mehr. Ja, so oder so wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Also von mir aus gute Nacht. Wir haben es jetzt weit nach Mitternacht. Und sonst noch was? Nö, also wir sind gut vorangekommen. Und ich werde die nächste Aufnahmesession nicht ganz so lange auf mich warten lassen. Deswegen, ich will Pokémon ja auch noch bis Ende März zum eigentlich bis Ende der zweiten Märzwoche zu Ende bringen. Und das schaffe ich, ist die andere Sache. Also fertig aufnehmen. Bis zur Pokémon-Liga. Werde ich wohl schaffen. Okay, meine Lieben, damit sage ich Tschüss. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Ciao! Lieben und willkommen zurück bei Pokémon Saphir, dem Gegenstück Let's Play. Ich werde die anderen beiden sind schon fertig. Ich bin so in Arbeit und allem untergegangen, dass das Aufnehmen total auf der Strecke liegen geblieben ist. Und zusätzlich dazu hatte ich noch Probleme mit der Technik, mal wieder. Also ich bin echt am Überlegen und Grübeln, ob ich nicht wirklich langsam mir einen neuen Rechner zusammenspare. Denn dieser macht nur Mucken. So, wir hatten zwei Orden. Wir gehen nämlich auch gleich ins Geschehen über. Und jetzt müssen wir hier drüben rein zu Twar. Twar, war das Twar? Das ist nicht, dass ich schon die Leute verwechsel. Dum, 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 dum. Ihr werdet mich auch ziemlich deutlich hören. Mir ist nämlich aufgefallen, ja, es gab da eine Einstellung, die ich natürlich so konfus, wie ich oft bin, einfach vergessen habe, irgendwie immer wieder zurückzusetzen. Denn für Pokémon war sie eigentlich perfekt. Für alle anderen Let's Plays musste ich sie verstellen. So. Auf jeden Fall... Ja, ihr dürftet mich deutlich besser hören. Ihr merkt auch, ich bin nicht müde. Das heißt, ich nehme mal nicht nachts auf. Heute
habe ich einen freien Tag, den investiere ich komplett ins Aufnehmen. Ich bin jetzt zum Beispiel auch... Haben wir jetzt eigentlich irgendwo eine Wasserattacke gehabt? Nö, aber eine Pflanzenattacke. Das geht auch erstmal. Nein, es ist so... Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, es ist so, ich habe heute einen freien Tag. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt habe einen richtigen Job. Alles das hier ist ja bloß Hobby. Und ich habe mir so gesagt, gut, jetzt hast du einen freien Tag auf Arbeit, alles... Nutzte den zum Aufnehmen. Ich habe die Schwanprinzessin jetzt fertig aufgenommen. Also hier Lebensbaum-Dings da. Das Wimmelbildspiel, sagen wir so. Habe ich gerade erst fertig aufgenommen, den Bonusinhalt. Werden noch mal ein paar schöne Folgen. Hatte ich jetzt eigentlich irgendwem Blitz beigebracht? Ich glaube nicht, oder? Wir schmeißen Lombrero und das ist heiße nur Attacke gerade rein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte Lombrero nicht ewig im Team behalten. Ich habe euch ja schon gesagt, dass mein Team immer wieder wechseln wird. Und Lombrero ist Pflanze Wasser, schöne Kombi zwar, aber ich möchte trotzdem irgendwie ein reines Wasser-Pokémon drin haben. So, Blitz. Blam. So viel heller wird's nicht. Nur der Radius wird ein bisschen größer. So, ihr Lieben. So, ich bin total begeistert übrigens, dass ich jetzt Pokémon zocke wieder. So. Stolonier, ein Stahl-Pokémon. Feuereffektiv. Ja, ansonsten kann ich euch, ehrlich gesagt, aus meinem Privatleben gar nicht so viel Neues erzählen. Außer, dass ja ich halt wieder Single bin. Und dass ich mich total ja aufs Aufnehmen gefreut habe, schon seit 2-3 Tagen, seitdem ich den Entschluss gefasst habe, dass ich das heute mache. Und dass ich total aufgeregt war, wie ich die erste Aufnahme heute gestartet hatte. Und ich mir so dachte, oh, ja, toll. Und ja, was erzählst denn du jetzt eigentlich? Ich weiß bis jetzt noch nicht, was ich erzählen soll. Ich muss auch sagen, durch Arbeit und den ganzen Stress blieb es auch auf der Strecke bei den Kollegen reinzuschauen, ob die fertig sind oder nicht. Aber bestimmt sind ja schon 2-3 Wochen wieder vergangen hier. Und ja, deswegen verzeiht, wenn ich Serie hinterherhänge. Ich gebe mir Mühe, jetzt mit rasantem Tempo vorzulegen. Natürlich bleibt es beim alten Schema. Ich werde nicht cheaten. Ich werde einfach mal durchlaufen. Losmarschieren, laufen, fangen, trainieren, kämpfen. Ich mache nichts außerhalb der Aufnahme, nach wie vor. Weil meiner Meinung nach gehört das halt dazu, dass man ewig in Kämpfen dann drinsteckt zum Trainieren und alles. Das ist meine Meinung zum Ganzen halt. So, ansonsten hoffe ich halt, dass die Aufnahme jetzt nebenbei läuft. Aber eigentlich, also es wird mir angezeigt, dass sie läuft. Und, hier geht's runter. Ach, Item. Und ich habe 3 Probeaufnahmen von Pokémon gemacht und die liefen alle super. Deswegen, ich vermute mal, dass jetzt auch die Aufnahme super laufen wird. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin total hibbelig hier. Ich sitze auf dem Stuhl hin und her und ehrlich gesagt, ich überlege gerade, wie ich an meinen Kaffee komme, der schon, ich hätte zwischen den Aufnahmen... Hätte ich gerade, ehrlich gesagt, vielleicht mal meinen Kaffee vom Tisch holen sollen. Der ist mittlerweile 100% kalt. Der war, ist übrigens mein 3. Kaffee heute. Deswegen, ach, wisst ihr was? Es ist ein Spiel hier. Wartet. Ich bin mal ganz kurz, nur eine Sekunde und ich renne Kaffee holen. So, eventuell habt ihr das gerade gehört. Ich habe mir auch noch gerade den Energy Drink gleich mitgeschnappt. Ich bin heute putzmunter, ich brauche das alles gar nicht. Aber es ist halt, ja, wenn man koffeinsüchtig ist. Also süchtig nicht direkt. Aua, jetzt habe ich, meine Haare. Ach, lange Haare haben Nachteile. Sie verheddern sich immer wieder. Aua. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Störsignale. Nein, meine langen Haare haben sich gerade im Kopfhörern verheddert, im Headset. Aua, das hat weh. Ja, sollte man nicht machen. So, hier könnte man mit Zertrümmerer Steinchen klein hauen. Eins, zwei, Bieres. Ach, stimmt, damit hatten wir letztes Mal noch gekämpft, ne?
Also jetzt so im Übertragen, also ich meine jetzt so gekämpft, weil es sich nicht fangen lassen wollte. Ich habe gerade überlegt, es ist ja ein Geistunlicht, wenn ich mich recht entsinne. So. Machen wir mal so. Hm. Ja, gut, mit Absauber wird das schon laufen hier. So, ich überlege die ganze Zeit, über was für Themen wir jetzt reden könnten. Außer, ach doch, das war eine gute Anspielung. Koffein, Kaffee, Energy Drinks. Meine Frage an euch, trinkt ihr auch Kaffee und wenn, wie viel? Beziehungsweise Energy Drinks. Es ist ja vom Koffeingehalt ein normaler Kaffee. Das ist ein halber Energy Drink. Also beziehungsweise eine Energy Drink sind 2 Tassen Kaffee. Das ist unglaublich, eine Freundin ist Ernährungsberaterin. Also Ernährungsberaterin, also sowas in der Richtung jedenfalls. Kennt sich jedenfalls aus mit dem, was im Essen drin ist und was man zu sich nehmen sollte. Und in wie vielen Mengen. Und als ich ja von meiner Hardcore-Zeit erzählt habe, wo ich 7 Kaffee und 2 Energy Drinks am Tag weggekippt habe. Also ganz ehrlich, so konnte mich nicht einmal meine Mutter rügen. Sie hat gemeint, ich stand vermutlich kurz vor einer Koffeinvergiftung. Das Geile ist, ich habe nichts gemerkt. Also ich bin so ein Mensch, ich kann abends einen Kaffee trinken und trotzdem eine halbe Stunde später schlafen. Aber das ist halt wirklich, das hat einen Suchtfaktor. Ich brauche den Koffein nicht, um wach zu bleiben, ehrlich gesagt. Außer in so einer starken Dosis wie Energy Drinks halt. Das hält mich doch dann minimal ein bisschen wach. Aber so ein Kaffee ist halt ein warmes, schönes Getränk. Ein Ewigstein gefunden, aber ich möchte eigentlich, dass meine Puckis sich entwickeln. Ja, ich sag manchmal Viecher zu ihnen. Ja, ihr habt mich ertappt. Ein Zubat. So. Ansonsten wie, das wird übrigens eine lange Aufnahmesession. Das heißt, es kann wieder einmal passieren, dass die Folgen abrupt enden. Ich werde das ab meinem nächsten Projekt, ich weiß noch nicht, was es sein wird, mein nächstes Projekt, also da bin ich immer noch ein bisschen am Rumrudern und rum. Nein, da werde ich auf jeden Fall, also so eine Spiele wie Pokémon oder Stardew Valley, muss ich ganz ehrlich sagen, oder Minecraft halt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man schon abrupt enden lassen. Weil es sind halt Langzeitspiele, da kannst du echt viel Zeit rein investieren, gerade auch bei Pokémon. Aber ich werde mich demnächst mit Freunden zusammensetzen, die auf jeden Fall mehr Ahnung von Computern und allem haben. Und dann werden wir für mich so einen kleinen Abgang produzieren, so ein kleines, was ich hinter jedes Video schmeiße, sozusagen, was so eine Ausblendung hat und dann geht's da rüber und dann so ein bisschen Musik unterlegt. Eventuell wird das im Moment, werde ich mal vermutlich bloß ein Bild reinklatschen, so mein Tigerschaf ist ja mein Markenzeichen und bin ich doof, ich wollte Pokémon wechseln. Nee, und das ist halt ja so mein Markenzeichen, das Tigerschäfchen. Und vermutlich werde ich das reinschmeißen, eventuell ein paar Links dazu klatschen, zu anderen Playlists von mir. Mal gucken, ob ich das schaffe. Eventuell wird das jetzt schon irgendeine dieser Folgen betreffen, vielleicht auch schon diese, in der wir gerade stecken. Eventuell wird das aber halt auch erst im nächsten Projekt. Also jetzt so mit diesem Pokémon Let's Play werde ich ein bisschen anfangen rumzuprobieren, rumzuexperimentieren. Ich werde mir halt Rohmaterial aufheben zum Experimentieren. Und wenn es mir gefällt und ich sage, ja geil, wenn du dann halt noch so Musik aus dem Spiel hinterlegst oder so, ist halt ganz cool.
Und da werde ich mal gucken, wie das bei euch ankommt. Ob ihr jetzt schon vielleicht, während ich das erzähle, unten drunter schreibt, ja, macht das auf jeden Fall, dann endet das nicht so abrupt, dann wissen wir, dass das Video zu Ende ist, oder. Mein Hauptproblem ist halt immer, ich bin eigentlich eine, ich versuche so viel Zeit, wie ich kann, in meine, ins Rendern und Schneiden zu stecken und ans Aufnehmen natürlich, weil ich möchte ja auch irgendwo Qualität liefern, auch wenn es nur ein Hobby ist. Weil ihr solltet es ja gerne gucken und nicht nur, weil ich Blödsinn labere. Und ich habe ja Hoffnung. Sind wir jetzt da? Wir sind da, gut. Und ich habe ja ein bisschen Hoffnung, dass es irgendwann mehr Leute sind, die zugucken. So ein kleines bisschen Hoffnung habe ich, gebe ich nicht auf. So, hallo. Hallo.